Noch vor kurzer Zeit erzählten sich die Bewohner des Schwarzwaldes Sagen von Leuten, die vor alten Zeiten durch den Holländer Michel und durch den Schatzhauser reich geworden waren. Der Schatzhauser zeigte sich nur Leuten, die an einem Sonntag zwischen 11 Uhr und 2 Uhr geboren seien. Würden sie in der Mitte des Waldes ein Verslein sprechen, so sollte ihnen der Schatzhauser 3 Wünsche erfüllen. Der Holländer Michel aber, der auf der anderen Seite des Waldes umgeht, soll ein riesengroßer, breitschultiger Kerl sein. Seit 100 Jahren treibt er seinen Spuk im Wald und man sagt, dass er schon viel behüflich gewesen sei, reich zu werden. Aber auf Kosten ihrer armen Seele. Und mehr will ich nicht sagen. Das ist die Sage vom Holländer Michel. Und wahr ist es. Alles Böse im Schwarzwald schreibt sich von ihm her. Ja, klar. Und morgen kommt der Weihnachtsmann. Ist doch eine schöne Geschichte. Direkt hier vor der Haustür. Was würdest du dir wünschen? Du bist doch auch ein Sonntagskind. Dass Papa wieder da ist. Das wäre schön. Aber solange wir ihn nicht vergessen, ist er immer bei uns. Ja, klar. Aus dem Weg, du Loser. Hi. Hast du Mathe? Hi. Gib's auf, Mann, du hast keine Chance. Lass mich. Mal wieder die Hausaufgaben nicht gemacht. Böser Junge, abschreiben geht mal gar nicht. Ey, Chantal, du brauchst doch noch Mathe, oder? Ich helfe dich ab. Alle mal herhören. Unser kleiner Peter hier ist voll der Schandfleck. Damit er mal lernt, die Hausaufgaben zu machen, lässt ihn keiner mehr abschreiben. Kapiert? Ist das klar? Ja. Ist wohl besser, wenn du dich darüber setzt. Sorry. Was soll das? Du hast die Hausaufgaben doch auch nie. Ich mag den Gestank von Loser nicht, du Kröte. Du bist scheiße am Schuh. Capito? Bist du schon fertig mit den Hausaufgaben? Noch nicht. Braucht noch. Schade, sonst hätte ich dich kurz mit zur Oma genommen. Geh ruhig. Alles gut, Schatz? Ja, alles super. Ich bin in einer Stunde wieder da. Soll ich zum Abendessen Döner mitbringen? Okay. Mama? Ja, Schatz? Bin ich echt dann am Sonntag geboren? Pünktlich um 12 Uhr. Papa ist fast vor Hunger umgekippt, weil er nicht gefrühstückt hat. Warum? Ach, nur so. Mach's gut, mein Sonntagskind. Bis nachher. Tschüss. Schatzhauser im grünen Tannenwald. Bist schon viel 100 Jahre alt. Dir gehört all Land, wo Tannen stehen. Mist. Naja, vielleicht reicht's ja. Als Märchen kann das mit diesem Schatzhauser ja auch nicht sein.
Mitte des Waldes. Das müsste ungefähr hier sein. Okay. Schatzhauser im grünen Tannenwald. Bist schon 400 Jahre alt. Dir gehört ein Land, wo Tannen stehen. Ja, und weiter weiß ich nicht. Da war ein Loch in der Seite. Ist da jemand? Sehen Sie das, Herr Schatzhauser? Mist! Kein Empfang! Hallo? Hallo? Gar nicht dir helfen? Ich hab mich verlaufen und mein Handy funktioniert nicht mehr. Hier gibt es kein Handyempfang. Woher kommst du? Aus Schwarzenberg bei Bayersbronn. Aus Schwarzenberg? Du hast fast ganzes Schwarzwald gelaufen. Es ist fast dunkel. Ja, Mama wird voll sauer sein. Jetzt kommen wir rein. Wir rufen deine Mutter an. Es kommt regnet. Du musst heute bei uns sein. Danke. Papa, jetzt ist Gewehr von Geholz, Michaela. Ich will nicht von dem böse Michaela. Ja. Na dann. Raus in den Wald seit 100 Jahren. Lebt Michaela. Sie ist riesengroß und sehr stark. So groß wie Kuh? Größer. Boah. Die Michaela ist böse. Sie macht Menschen reich, aber nimmt den. Jetzt ist Schluss an dieser Stelle, sonst kann da jemand nachher nicht einschlafen. Auf zum Zähneputzen, junger Mann. Nacht. Du kannst auf dem Sofa schlafen und morgen ich zeige dir weg zum Bus. Danke. Dummer Peter, kannst doch kein Reim auf Stehen reimen und bist doch am Sonntag Schlag 12 Uhr geboren. Reime, dummer Peter, reime! In Holland gibt's Gold, könnt's haben, wenn ihr wollt, für den geringen Sold. Gold, Gold, Gold. Reime, dummer Peter, reime! In das Tal, da hab ich sie gesehen zum allerletzten Mal. Am Berge tat ich stehen und schaute in das Tal. Das ist es, der Reim. Alles okay bei dir? Das ist es. Auf Stehen reimt sich Gehen. Danke für alles. Tschüss. Tschüss. Dir gehört ein Land, wo Tannen stehen. Hast du schon viel Zeug gesehen? Nein, nein. Hä?
Einen Moment. Ein Land, wo Tannen stehen, weil ich ein Sonntagskind bin, kann ich nicht sehen. Nein. Lässt dich nur Sonntagskinder sehen. Ich hab's, ja. Yes. Na, willst du mich besuchen, Peter? Der Michaela! Hab gesehen, wie du es bei Mr. Holz drüben versucht hast. Komm zu mir, ich bin nicht so ein Geizhals wie der. Wie viel brauchst du denn für einen Anfang? Ich will nichts, ich bin nur weg nach Hause. Du Lügner, ich kann's in deinen Augen sehen, dass du zu mir willst. Nein, ich will nichts, ehrlich nicht. Ich will wirklich nichts. Sei doch vernünftig, da hinten ist meine Grenze, du Idiot! Du gehörst mir! Hilfe! Hilfe! Ich krieg dich! Du gehörst mir! Stehen, lässt dich nur Sonntagskindern sehen? Na, so ganz stimmt nicht, aber weil du es bist. Hat dir die Holz-Michaela Angst einjagen wollen? Aber nicht mit mir. Die Maske bekommst du nicht mehr zurück. Ach, das waren Sie? Danke für die Hilfe. Weswegen ich eigentlich hier bin. Also in der Schule, da werde ich halt immer gemobbt von der Clique, weil ich habe halt nicht so coole Kleidung wie die Chantal oder die Vanessa oder so. Sagt nix. Jetzt sind sie beliebt, aber wie zufrieden sie damit in ein paar Jahren sein werden, das willst du erst gar nicht wissen. Geh nicht den faulen Weg. Wenn du Erfolg haben willst, dann musst du dich anstrengen. Aber zuerst solltest du dich fragen, ob nicht Zufriedenheit der wahre Weg zum Erfolg im Leben ist. Ich will ja gar nicht faul sein, Herr Schatzhauser. Ich meine nur, wenn ich da bessere Voraussetzungen hätte. Also mich besser auf den Unterricht konzentrieren könnte, dann ginge das auch mit dem Lernen besser. Jetzt will ich schon gar nicht mehr in die Schule gehen, weil die mich jeden Tag fertig machen. Na, dann wünsche jetzt klug. Du hast wie jedes Sonntagskind erstmal zwei Wünsche bei mir frei. Den dritten Wunsch kann ich verweigern, wenn er dumm ist. Überleg dir also ganz genau, was du dir wünschst. Wow, das ist voll cool. Ich wünsche mir also, dass ich in der Schule genauso coole Klamotten wie Chantal anhabe und immer so gute Hausaufgaben wie Naila hinbekommen. Dummkopf! Dir nur was für die Schule zu wünschen, ist doch hirnrissig. Was bringt es dir und deiner Mutter, wenn du in der Schule schöne Klamotten anhast? Du hast jetzt noch einen Wunsch, also pass auf, dass der besser ist. Okay, dann wünsche ich mir die volle Ausrüstung für einen Influencer. Also so richtig mit allem, was man braucht. Mit Kamera und Studio und dem ganzen Kram. Sonst nix? Gau? Nix? Also wenn du so fragst, dann kannst du mir noch einen Haufen Follower dazu geben. So 50.000 oder so. Follower? Verstand und Klugheit hättest du dir wünschen sollen. Follower, also echt. Naja, so ganz dumm war dein zweiter Wunsch wenigstens nicht. Wenn du dich anstrengst, könntest du es als Influencer weit bringen. Aber mit Verstand und Klugheit wärst du gut beraten gewesen. Das hätte dir wirklich geholfen. Ich habe ja noch den dritten Wunsch. Dann wünsche ich mir halt da Verstand und Klugheit, wenn sie meinen, dass ich das so dringend brauche. Oh nein, nix da. Ich kenne noch meine Pappeneimer. Da sind 50.000 Euro drauf. Auf krempel.de gibt's gerade günstig ein Studio mit Ausstattung zu mieten. Das sollte für die Miete im ersten Jahr reichen. Eine Sache noch. Das ist alles, was du von mir bekommst, okay?
sonst alles futsch, was du besitzt. Klaro. Na dann. Aber dein erster Wunsch war einfach nur dämlich. Immer nur den Angebern hinterherzulaufen, macht aus dir keinen zufriedenen Menschen. Finde etwas, das dich glücklich macht. Und mach andere Menschen damit glücklich. Das ist der größte Erfolg, den man haben kann. Peter, wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja, wieso denn? Haben dir die Holzfäller nicht Bescheid gesagt, dass ich über Nacht bei ihnen bin? Doch, aber dass du heute Morgen auch einfach in den Wald zurückgerannt bist, statt den Bus zu nehmen. Mir ist nur was eingefallen. Mama, ich habe einen Typen im Wald getroffen, der hat gesagt, dass ich das Zeug zum Influencer hab und dass er mir für ein Jahr lang ein Studio mit allem drum und dran finanziert. Ein Studio? Influencer? Hast du die Nummer? Da ist doch bestimmt ein Haken dran. Nein, Mama, er sagt, er macht das jedes Jahr und dass ich einfach gucken soll, was ich daraus mache. Wenn das dein Papa wüsste, du wirst berühmt. Ich bin so stolz auf dich, Peter. Ich auch. Leute, nehmt doch eine andere Aufnahme von letzter Woche und schneidet die neu zusammen. Ich muss los. Aber ohne dich geht es nicht, Peter. Was sollen wir denn da machen? Das habt ihr doch letzte Woche auch schon mal geschafft. Ich muss los. Echt jetzt? Wer ist der Influencer? Der hat doch keine Ahnung von gar nichts. Lange geht das nicht mehr gut. Solange wir unsere Kohle kriegen, machen wir unseren Job. Tut mir aber leid. Na klar, sage ich den anderen Bescheid. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss. Was? Oh, das ist die Pyjama Challenge. Das ist gerade voll der Hit. Dein Kanal aber nicht. Wie meinst du das? Du hast ja kaum noch Follower. Also, ich habe mich abgemeldet. Ich auch. Ist ja nichts Neues mehr. Nur noch alte Konserven. Oh ja, Pech. Hast du Geschichte? Wie? Seit wann machst du deine Hausaufgaben nicht? Meine Eltern lassen sich scheiden. Ich kann echt nicht mehr. Und heute kriegen wir sicherlich Mathe zurück. Ich habe voll verhauen. Ich wünsche mir also, dass ich in der Schule genauso coole Klamotten wie Chantal anhabe und immer so gute Hausaufgaben wie Laila hinbekomme. Das ist ja sowas von erledigt, Bro. Das kommt davon, wenn man sich auf die falschen Leute verlässt. Ey, aber ich habe ein Herz für Loser wie dich. Komm morgen in den Wald zu mir, dann regeln wir die Sache. Peter, alles in Ordnung? Solltest du nicht wieder in dein Studio? Lass mich. Alles in Ordnung, Schatz? Alles bestens.
Dam-dam, Mist. Hat dir der Schatzhäuser nicht viel gebracht, jetzt bist du beim Richtigen. Komm mit, dann machen wir einen Vertrag. Dann kannst du endlich dein eigenes Ding drehen. Vertrag? Was soll ich hier machen? Keine Bange, du Schisser, ich zwing dich zu nichts. Alles ist zu deinem Besten. Ich bin der krasseste Checker hier im dunklen Wald. Hier ist Geld, Horror, goldene Ketten, das Fall. Und weißt du, da bin ich, dann kriegst du den Ball. Ohne Kuhle, ohne Asche, wird gefressen von der Meute. Bist du null, bist du raus und Pelz, meine Leute. Nur mit Money, nur mit Zapfen, wirst du niemals zum Beute. Mit den Scheißen kriegst du cool in der Premium-Klasse. Kriegst deine in Sachen, du stichst aus der Masse. Bist für all der King, der Meister, echt krass, ey. Wir gibst dich dumme Geiz, heißt, du will dir ja nichts geben. Hat eh ne schöne Worte von Anstand, den ich klebe. Aber hier bei uns spielt die Musik deines Lebens. Die Musik deines Lebens. Hütte. Danke. Komm direkt aus Tokio. Voll geiles Teenager. Aber New York ist auch nicht schlecht. Du warst in New York? Nicht weiter schwierig. In den Privatjet und zack, ist man da. Perfekt zum Shoppen. Nimmst du mich mal mit? Brauchst du mich als Nanny oder was? Naja, also so ganz allein, ohne Geld, geht es halt schwierig. So ein Blödsinn. Andere kriegen das auch hin. Also was hindert dich dran? Was zittert da so rum? Mein Herz. Genau! Das hindert dich schon die ganze Zeit dran, einfach mal richtig loszulegen. Weißt du eigentlich, wie viel du den Studioleuten fürs Nichtstun gezahlt hast? Mann, das sind Tausende. Tausende? Tausende. Und warum? Weil der eine gejammert hat, dass er eine kranke Mutter zu Hause hat und der andere immer Bildchen von seinem Baby gezeigt hat. Die haben dich verarscht. Dein Herz hat dich deinen Erfolg gekostet. Ja, und was soll ich da jetzt machen? Ich kann das ja nicht abschalten oder so. Du nicht, aber ich schon. Gib mir dein Herz. Hast du Witze? Dann bin ich doch tot. Nicht, wenn ich das mache. Hab dir anderen geholfen. Da ist Chantal. Erwin Schrauber. Ist es nicht der mit dem großen Geschäft am Marktplatz? Reginald Zähler. Das ist mein Mathelehrer. Der ist immer voll fies. Da ist Vanessa. Häberle, Häberle, Häberle. Das ist der Häberle mit den Supermärkten. Den die große Villa am Berg gehört? Und der Ferrari, der Privatjet, das Penthouse in Dubai und das Hotel am Eiffelturm. Da lässt sich's gut gehen. Dem steht kein Herz mehr im Weg. Aber wenn die Herzen nicht hier sind, was haben die Menschen dann in ihrer Brust? Das hier. Ein Herz aus Stein? Boah, dann ist es ja voll kalt in denen drin. Trink halt in London heißen Tee. Dann bist du auch wieder auf Betriebstemperatur. Nimm mal ernsthaft, das ist total angenehm. Gerade mit der globalen Erwärmung. Dir kann's egal sein, ob irgendwelche Politiker die Klimaziele erreichen. Du hast dein eigenes Klima. Naja, eigentlich hatte ich gedacht, dass du mir mit bisschen Geld aushelfen kannst. War eine Million genug für den Anfang? Eine Million? Abgemacht. Herz gegen Geld. Michaela? Willkommen in Outdoor der neuen Typ. Ich fahre unter Abgase und reinige die Luft beim Fahren. Ich bin Fahrer, eine digitale Assistentin. Im nächsten Stopp ist Paris. Paris,
cool. Klamotten. Aha. Ah, cool. Gucci. Wir erreichen unser Ziel in 2 Stunden, 42 Minuten und 8 Sekunden. Na doch. Zielort erreicht. Eisbrunn. Na dann. Tokio war gut zum Shoppen. In Dubai gab es keine Pommes. New York sah auch alles gleich aus. Es war voll öde. Überall die gleichen Menschen und die gleichen Klamottenläden. Hier, habt ihr was mitgebracht? Cool. Sag mal, ohne Herz, das ist so lasch. Das ist, ich bin nicht mehr wütend oder traurig oder so, aber es ist nichts mehr interesting. Es ist halt einfach so, also so NPC-mäßig so. Ich glaube, ich hätte doch lieber mein Herz zurück. Aus der Nummer kommst du leben nicht mehr raus, Bro. Erst wenn du unter der Erde bist, kriegst du es wieder. Da kannst du flennen und abfeiern, wie du willst. Ey, dein Problem ist nicht das Herz, Bro. Du hast einfach nichts zu tun. Bau dir eine geile Hülle, such dir eine Freundin und mach Geld. Mach rein auf Action Man, Chabo. Hier hast du nochmal 1 Million. Du meinst, du bist der Babu. Das Geld zurückzahlen muss. Aber Peter kennt mich doch. Aber hat mir trotzdem das Handy ja weggenommen. Hättest den Vertrag eben nicht unterschreiben sollen. Du weißt doch, wie er drauf ist. Wer nicht zahlt, wird gepfändet. Peter ist echt gnadenlos. Aber ihr habt ja gesagt, dass ich es unterschreiben soll. Ist schon hart. Probier's doch mal bei Naila. Peter und sie sind doch voll das Traumpaar geworden. Hey, da kommt die Naila. Hallo Naila, komm zu uns. Hallo, alles klar? Teilzeitdenkerchen hat ein kleines Problemchen mit deinem Schmusebärchen. Oh nein, du hast ihm nicht etwa Geld ausgeliehen. Mein Vater ist seit 2 Monaten arbeitslos und sonst könnte ich nicht mit dem Schullandheim mitfahren. Was hast du denn verpfändet? Mein Handy. Autsch, das tut weh. Kannst du was drehen? Ihr seid doch zusammen. Der hört doch ganz sicher auf dich. Eigentlich nicht. Der wird total wütend, wenn ich an seine Sachen gehe. Okay, weil du es bist. Aber sag's niemandem. Wenn Peter das erfährt, macht er mir die Hölle heiß. Hey, was soll das? Ich wollte nur die Handys angucken. Hat dich wieder einer angebettelt? Und du Flachpfeifel lässt dich dafür einspannen. Jetzt hör mal genau her. Das war das letzte Mal, dass du meine Sachen angefasst hast, okay? Es kommt nicht mehr vor, versprochen. Das will ich hoffen.
was zu trinken für mich? Ich bin trockener als die Wüste Gobi. Natürlich, Sie sollten aber mit Ihrer Verletzung nicht so viel tragen. Was weißt du von Elend? Ich habe sie nicht ausgesucht. Aber dir geht's anscheinend gut. Kleiner. Und das freut mich. Danke. Sie haben aber sicher auch Ruhe. Essen Sie aber langsam, damit Ihnen nicht schlecht wird. Dass in meinem Alter noch jemand so an mich denkt. Vielen, vielen Dank. Hast du sie noch alle? Verschleuderst mein Geld und mein Feschbar an die verfluchte Vogelscheuche? Leila? Hey, jetzt tu nicht so. Gib dir keine Mühe, Peter. Du hast gerade das netteste Mädchen im ganzen Schwarzwald erschlagen. Schatzhauser! Dich hätte ich ja gar nicht erkannt. Du verfasst mich jetzt aber nicht bei den Bullen, oder? Anklagen? Du denkst jetzt noch an die Polizei? Um dein hartes Herz solltest du dir Sorgen machen. Der Stein hat dich zum Monster gemacht. Ach ja? Und wer ist schuld daran? Du hast mir doch diesen ganzen Schlamassel eingebrockt. Hättest du mir richtig geholfen, hätte ich mir kein Steinherz holen müssen. Weil dich Naila so geliebt hat, gebe ich dir noch eine letzte Frist. Wenn du dich innerhalb von 8 Tagen deine Tat bereust, so komme ich und zerbrösle dich wie ein Butterkeks. Dann landest du direkt im Schmortopf des Teufels. Haben wir uns verstanden? Ey, Peter. Mann, so hackevoll kennt man dich doch gar nicht. Mama? Sie wird wohl zu Hause sein. Warum hast du dich so voll besoffen? Habt ihr euch wieder gestritten? Lass mich. Arschloch. Verdammt, geh doch ran. Hallo Herr Gutmann. Ich wollte nur mal kurz mit Naila reden. Dann rufe ich später nochmal an. Vielen Dank. Das kann doch nicht sein. Ich bringe doch niemanden um. Such dir ein warmes Herz. Naila? Du hast mich erschlagen. Such dir ein warmes Herz. Mann, siehst echt Banane aus. Ich hab schlecht geschlafen. Hat die Naila kein Schlaflied vorsingen können? Die ist auf Wellnessurlaub. Sag mal, kann ich dich eigentlich mal was fragen? Solange du kein Geld willst? Was passiert eigentlich mit unseren Herzen, wenn wir tot sind? Hä? Du meinst so richtig Rallye-mäßig oder Bio? War das? Also laut Biolehrer kompostiert alles im Grab und im Rallye-Buch steht, dass das Herz gewogen wird und entweder leicht oder zu schwer und plumps in die Hölle. Steinherzen sind schwer, oder? Was meinst du? Komm, tu nicht so. Du doch auch. Du auch? Yep. Also, wie ist das mit der Hölle? Mann, du Eierbär, ist doch egal, oder? Kümmert uns nicht. Bis zum Tod ist es noch eine Ewigkeit hin. Jetzt komm. Ich komm danach. Such dir ein warmes Herz. Willst du? Du schuldest mir noch einen Wunsch. Ach, kein Steinherz wünschen? Du hast doch alles. Nimm mir meinen Stein raus und setz mein Herz wieder ein. Bitte. Dein dritter Wunsch ist besser als die ersten zwei, aber ich kann ihn dir trotzdem nicht gewähren. Den Vertrag hast du mit der Michaela gemacht, da musst du zu ihr gehen. Die gibt's mir nicht wieder, hab ich schon gefragt. Du beginnst zu bereuen und deswegen will ich dir nochmal helfen.
Wenn du der Michaela den hinhältst und dir ganz fest vornimmst, in Zukunft anderen zu helfen, dann kann sie dir nichts tun und muss dich gehen lassen. Hast du verstanden? Anderen helfen? Gibt es im Internet eine Bucketlist? Hast du's? Hier. Gut. Und jetzt komm, ich erklär's dir. Verstanden? Danach kommst du wieder hierher. Gut. Wir sehen uns später, Schatzhose. Das werden wir ja sehen. Bro? Hey, Babo! Michaela! Na, Bro, hast du deine Alte erschlagen? Du bist echt ein Fuchs. Mann, cool, ey. Sind jetzt die Bullen hinter dir her? Brauchst du ein paar Scheinchen zum Untertauchen? Na komm mal mit. Was trinken? Du hast mich ja voll verarscht, Alter. Ich hab wirklich geglaubt, dass du mir mein Herz da rausgenommen hast. Verarscht? Was soll denn sonst da drin sein? Da klopft doch nichts mehr. Ja, weil du es einfach angehalten hast. Aber so richtig rausnehmen, das kann nicht mal der beste Chirurg der Welt, ohne dass ich dabei draufgegangen wäre. Chantal und ich sagen beide das Gleiche. Du hast uns richtig verarscht. Was soll das Gelaber? Das sind eure verdammten Herzen. Das kannst du deiner Oma erzählen. Das sind irgendwelche Präparate aus Wachs mit LEDs drin. Keine Herzen. Ich habe genug Betrüger gesehen, um zu wissen, dass es keine Herzen sind. Zwick? Wachs? Und was ist das? Das ist dein Herz, Bastard. Na gut, dann halt nicht Wachs, sondern irgendein Gummi. Das macht dir mal nicht in die Hose. Also, hast du wirklich gedacht, ich glaube an so eine Harry-Potter-Nummer? Dann beweise ich's dir halt. Na, fühlst du's? Boah, das hätte ich echt nicht geglaubt, dass das wirklich ist. Kann ja auch nicht jeder. Jetzt komm her, die Pumpe muss zurück. Daraus wird nichts, Bro. Ich gebe Kindern Nachhilfe, ich sammle Müll, pass auf die Umwelt auf. Ich sag was, wenn jemand gemobbt wird. Ich helfe Opfern Hosen, ich bin freundlich zu hören, ich lege halt Leute auf die Umwelt auf. Ich sag was, wenn jemand gemobbt wird. Ich helfe Opfern Hosen, ich bin freundlich zu hören, ich lege halt Leute vor. Ich bin glücklich auf andere, ich kaufe nichts mehr im Internet. Ich gebe... Mein Herz! Mein Herz! Mein Herz! Naila! Naila! Mama! Was habe ich getan? Ich bin ein Monster. Schatzhauser! 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 Was ist denn? Hast du dein Herz nicht bekommen? Doch, aber mein Herz bringt mich um. Ich hab die anderen Leute gequält, hab ihnen wegen ein paar Euros die Sachen weggenommen und du weißt, was ich getan habe mit Naila. Deine Faulheit und deine Gier haben dein Herz zu Stein werden lassen, Peter. Aber wenn ich wüsste, dass du wirklich bereust, dann könnte ich dir noch mal helfen. Helfen? Mir kann doch keiner mehr helfen. Schlag mich tot, Schatzhauser. Schlag mich tot. Ich kann nicht mehr mit meinem Herz leben. Wenn du meinst. Meine Axt habe ich da. Naja. Ist halt nicht ganz jugendfrei. Aber dann wird der Film halt FSK 16. Schlag zu. Sorry, Mama. Vergib mir, Naila. Peter, mach die Augen auf. Naila? Mama?
Weil du es jetzt ehrlich bereust, wollen sie es nochmal mit dir versuchen. Wenn du freundlich bist und allen anderen hilfst, so wirst du bald Glück und Zufriedenheit finden. Denn Freunde und Familie kann man für kein Geld der Welt kaufen. Und jetzt ab mit euch nach Hause, ihr drei. Mm-hmm.